Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Wii U Edition bei mir, eurem Feuerstachel. Heute wollen wir ein paar kleinere Sachen machen, zum Beispiel den Hunden Namen geben. Ihr habt mir gesagt, das geht, indem man sich einen Amboss craftet und das wollen wir auch gleich machen. Dafür brauchen wir zuerst ein bisschen Eisen. Hier oben, 60. Man muss nämlich drei Eisenblöcke herstellen und noch den Rest mit normalen Eisen ausfüllen, sodass man den Amboss dann zusammen hat. Ich denke, die Eisenblöcke waren hier hinten. Machen wir mal kurz drei. Dup, dup, dup. Drei gemacht. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Amboss auszurüsten. Wo ist er denn, der Kleine? Wo versteckst du dich denn? Ich wette, er ist hier, oder? Da ist er. Genau. Vier Eisen und drei Eisenblöcke. Und dann hat man den guten alten Amboss gecraftet. Ich glaube, den platzieren wir dann einfach mal hier vorne hin. Kann ja nicht schaden. So, Amboss, dann komm mal her. Und die drei Namensschilder werde ich mir dann auch noch gleich aus der Kiste raushauen. Bing! Amboss, damit kann man Waffen, Werkzeuge und Rüstungen reparieren. Ja, müssen wir das Namensschild also zuerst reparieren. Okay. Dann machen wir das eben mal. Hallo. So. Reparieren oder benennen. Dies ist das Amboss-Menü, über das du Waffen, Rüstungen und Werkzeuge für Erfahrungspunkte umbenennen, reparieren und verzaubern kannst. Drücke A, wenn du mehr über das Amboss-Menü erfahren möchtest. Drücke B, wenn du schon alles über das Amboss-Menü weißt. Ich drücke natürlich A. Lege einen Gegenstand in den ersten Eingang platzt, um ihn zu bearbeiten. Drück zum Fortfahren A. Wenn das richtige Rohmaterial in den zweiten Eingabeplatz belegt wird, zum Beispiel Eisenbarren für ein Eisenschwert, erscheint die vorgeschlagene Reparatur im Ausgabeplatz. Drücke zum Fortfahren A. Stattdessen kannst du auch einen zweiten identischen Gegenstand in den zweiten Eingabeplatz legen, um beide Gegenstände zu kombinieren. Drück zum Fortfahren A. Um Gegenstände auf den Amboss zu verzaubern, legst du ein Zauberbuch in den zweiten Eingabeplatz. Drück zum Fortfahren A. Unter der Ausgabe siehst du, wie viele Erfahrungslevel der Vorgang kostet. Wenn du nicht genug davon hast, ist die Reparatur nicht möglich. Drück zum Fortfahren A. Ändere den Namen im Textfeld, um den Gegenstand, den du bearbeitest, umzubenennen. Drück zum Fortfahren A. Wenn du den reparierten Gegenstand aufhebst, werden beide Gegenstände von Amboss verbraucht und dein Erfahrungslevel sinkt um den angegebenen Wert. Okay, dann lege ich doch gleich mal mein eines Namensschild rein. So. Ich kann es jetzt umbenennen. Ich habe jetzt da drei reingelegt. Ich werde es einfach mal Günther nennen. Günther. So. Jetzt habe ich ja drei wieder rausbekommen. Gut. Aber ich will nur einen von, ich will nur einen. So. Und den nenne ich jetzt Günther. Genau, das heißt, es kostet mich eigentlich gar nichts. Sollte ich es jetzt mal zumindest, weil ich sehe nicht viel. Es kostet mich zwar ein paar Erfahrungspunkte, ich glaube 5. Aber ich glaube, das ist es wert, Freunde. Das ist es wert. Und den anderen habe ich Olaf genannt. Das heißt, wir nennen den auch gleich mal Olaf. Oh, Namensschilder, so cool. So. Olaf. Ein bisschen was zum Anfang. So ein kleiner Scherz eben. Olaf, 5 Verzauberungskosten, die kann man sich mal so geben, so halbwegs. So, muss ich sie jetzt ihn einfach nur um den Hals hängen, das heißt meinen kleinen Hunden da unten? Oder muss ich da noch mehr machen? Du heißt Olaf. Nee, Günther. Günther. Und du heißt Olaf. Und jetzt ist der Name wirklich über ihn drüber. Nice. Olaf und Günther. Falls ihr Fragen habt, wie sie heißen, jetzt wisst ihr es. Du hast jetzt ein Namensschild. Wenn du dem Namensschild am Amboss einen Namen gegeben hast, kannst du damit Dinge benennen. Ja, jetzt habe ich schon herausgefunden irgendwie, ne? Logisch, ne? Ich habe übrigens auch das Portal ein bisschen mehr bearbeitet, so dass es jetzt ziemlich eindrucksvoll aussieht. Ich meine, schaut es euch mal an. Der Eingang hier ist schon richtig imposant. Ich bräuchte nur noch so zwei kleine Holztreppchen. Und dann hätten wir wirklich einen sehr, sehr imposanten Eingang gebaut. Nein, Olaf, Günther, ihr wollt doch bestimmt wieder zurück ins Haus gehen oder dann bleibt einfach hier. Ihr werdet das Haus eben auch so gut bewachen, das traue ich euch schon zu, ne? Das schafft ihr schon. So, ein paar Holztreppchen, eigentlich brauchen wir nur zwei, deswegen reicht es, wenn wir es so machen. Und hingeklatscht. Sieht doch richtig cool aus, aus der anderen Seite habe ich es genauso gemacht. Das heißt, da kommen nochmal die restlichen zwei Holztreppchen hin. Perfekt. Übrigens habe ich auch im Keller ein bisschen weitergebaut. Das heißt, wir kommen hier nicht mehr von der Seite rein. So zum Beispiel. Ja, so auf gar keinen Fall. So zum Beispiel. Sondern müssen zuallererst jetzt wieder hoch bzw. nach unten in unserem Baumhausschacht gehen.
Finde ich ein bisschen besser, weil so können keine Gegner da unten drin spawnen oder leichter reinkommen, falls sie denn irgendwo hier herumwuseln. Hab den Boden jetzt auch ein bisschen mit Pflasterstein ausgehöhlt und so sieht das Ganze schon sehr, sehr eindrucksvoll aus, wie ich finde. Übrigens, wir können uns jetzt auch ein Enchanting Table machen, weil wir haben ja genug Materialien, da wir noch zwei Diamanten übrig hatten. Habt ihr mir gesagt, soll ich das auf jeden Fall machen und wir machen es einfach mal. Da haben wir ihn, den kleinen Enchanting Table. So, ich würde sagen, wir packen ihn hier unten in unseren Keller rein. Hier an die Wand. Ich würde sagen, so. Zaubertisch. Erlaubt es Spielern, Schwerter, Spitzhacken, Schaufeln, Äxte und Bögen sowie Rüstungen mit Hilfe der Erfahrungspunkte des Spielers zu verzaubern. So, dies ist die Verzauberoberfläche, über die du Waffen, Rüstungen und einige Werkzeuge verzaubern kannst. Drück A, wenn du mehr wissen willst. Ich will mehr wissen. Um einen Gegenstand zu verzaubern, lege ihn in das Verzauberfeld. Waffen, Rüstungen und manche Werkzeuge können verzaubert werden, um Spezialeffekte zu erhalten, wie einen verbesserten Widerstand gegenüber Schaden oder eine Steigerung der Anzahl der Gegenstände, die du erhältst, wenn du einen Block abbaust. Man kann echt mehr Blöcke erhalten, wenn man einen abbaut. Das ist cool. Wenn ein Gegenstand in das Verzaubererfeld gelegt wird, ändern sich die Schallflächen rechts und zeigen eine Auswahl zufälliger Verzauberungen an. Ah, zufällig, gefällt mir nicht ganz so sehr. Die Zahl auf den Schallflächen symbolisiert die Kosten in Erfahrungsleveln, um die Verzauberung auf den Gegenstand anzuwenden. Wenn dein Erfahrungslevel nicht hoch genug ist, ist die Schallfläche deaktiviert. Wähle eine Verzauberung aus und drück A, um den Gegenstand zu verzaubern. Dadurch sinkt dein Erfahrungslevel um die Kosten der Verzauberung. Auch wenn alle Verzauberungen zufällig sind, sind einige der besseren doch nur verfügbar, wenn du einen hohen Erfahrungslevel und viele Bücherregale rund um den Zaubertisch errichtet hast, um die Stärke des Zaubers zu vergrößern. Okay, also ist unsere nächste Aufgabe, ein paar Bücherregale zu erschaffen. Ich weiß schon, was das jetzt bedeutet. Ich habe ein bisschen Papyrus schon draußen angebaut, also ich glaube, mit der Zeit würde das auch schon besser hinlaufen. Beziehungsweise allgemein besser laufen. So, ich brauche ein bisschen Leder, das hole ich mir dann mal ganz kurz von oben. Und danach geht's an unsere erste Verzauberung. Oh Mann, das wird cool werden. Also wie gesagt, in diesem Part ist einfach nur noch so ein kleines Roundup. Ich zeige euch alles, was ich gemacht habe. Hier unten ist übrigens das Papyrusfeld. Hier sind schon ein bisschen mehr nach oben gesprossen. Einen Platz hatten sie am Anfang benötigt und jetzt benötigen sie schon zwei. Das ist schon mal ein ganz gutes Wachstum. Dafür, dass sie gerade eben erst seit 5 Minuten oder so angebaut sind. Geht durch. Wo haben wir denn hier noch unsere kleinen Lederstiefel, da haben wir sie. So, ein paar Bücherregale craften, ganz ohne Probleme. Dafür brauchen wir natürlich zuerst Bücher und aus den Büchern können wir dann, wenn wir drei von denen haben und ein paar Holzmaterialien, ein Bücherregal craften. Allerdings ist es erstmal nur eins, oder? Können wir da noch mehr rausholen? Nein. Leider nur ein einziges Bücherregal. Ja, ich meine, besser eins als keins, ne? Und mit einem wird es vielleicht schon so halbwegs gute Verzauberungen möglich machen, oder? Ich will es mal ausprobieren, es dürfte drin sein. Also wenn man Glück hat, ist das schon logisch, ne? Ja, ich glaube im nächsten Part gehen wir dann auch in den Nether rein, weil wir haben ja jetzt alles so grob aufgebaut. Das Dach werde ich heute auch noch fertig machen. Und dann haben wir das Haus eigentlich so gut wie fertig. Bücherregal ermöglicht die Herstellung mächtigerer Verzauberungen bei Anordnung rund um den Zaubertisch. Okay, der ist einfach mal einer daneben. Das sollte schon so halbwegs drin sein. Mal schauen, was die Steinspitzhacke hier so alles ermöglicht. Okay. Was ist das? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Zufällig. Das heißt, je mehr Level ich investiere, desto besser wird sie. Okay, ich investiere jetzt mal 6. Effizienz 1. Das heißt, sie hat jetzt plus 3 Angriffsschaden. Wahrscheinlich jetzt genauso viel wie die Eisenspitzhacke, oder? Naja, wir können jetzt verzaubern. Geht schneller. Das dürfte schon einigermaßen cool sein. Das heißt einigermaßen, das ist schon cool. Das kann man durchgehen lassen. Nee, die muss weg. Total öde, du bist der Einzige, der aus der Reihe getanzt ist. Genauso wie der eigentlich. Warum habe ich da ein Holz hingetan? Nee, der Holzblock muss weg. Der Holzblock muss weg. Der Holzblock muss weg. Und da muss einfach ein Pflasterstein hin. So hat das Ganze ein bisschen mehr Style. So, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal ins Dach hoch. Haben wir genug Holz dabei? Nicht wirklich. Wir müssen noch mal kurz ein bisschen was aus unserer schönen, aber feinen Bude rausholen. Olaf, Günther, ihr bewacht die Bude, ne? Günther. Olaf. Jetzt wissen wir auch immer, wer ist. Das ist sehr praktisch. Weil ich meine, Hunde kann man sonst ein bisschen schlechter unterscheiden, wenn sie keinen Namen tragen. Okay, wo haben wir das Holz reingetan? Genau da hinten rein. Ich denke, Holz haben wir auf jeden Fall noch genug. Das heißt, wir müssen einfach nur ein bisschen was aus der Kiste rausholen und dann haben wir das.
Wir hatten eigentlich schon genug dabei. Och nö. Unnötige Wege, liebe Freunde. Aber sagt doch mal, wie findet ihr den Rahmen von meinem Neverportal bzw. Neta-Portal? Ist doch gut gemacht, oder? Ich finde ihn eindrucksvoll. Ziemlich eindrucksvoll sogar. Und von der anderen Seite genauso. Und hier auch unser Keller schön in den Ranken versteckt. Wie im Urwald. Man sieht gar nicht, dass er wirklich für sich was drunter befunden hatte. Einfach nur Hammer, würde ich sagen. Das ist schon mal so ein guter Start für unser Baumhaus. Allerdings müssen wir jetzt die obere Etage auch irgendwie ein bisschen besser verstecken bzw. auch tarnen, damit man sie auch nicht so gut sieht. Ein paar Fenster können wir auch in die Seite reinklatschen. Das wird bestimmt auch niemanden geschadet, denke ich. Das heißt, machen wir das auch später, nachdem wir jetzt das Dach fertiggestellt haben. So. Hier an den Seiten haben wir ja so einen Block hingepflanzt. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich jetzt so ein Spitzdach machen. Aber ich denke, ein Spitzdach ist so auffällig. Sollen wir einfach nur so ein gerades Dach machen? Ich meine, hat bestimmt auch Style. Machen wir ein gerades Dach. Ich denke, das sieht schon ganz cool aus. So, dann schnappe ich mir die 62 Blöcke und klatsche die einfach mal in die Mitte rein. So. Invincible. So, da haben wir das Dach auch schon voll gepflastert. Da würde ich sagen, an jeder Ecke noch eine kleine Fackel. Damit wir es hier auch ein bisschen aufgeleuchtet haben. Damit hier oben nicht wirklich die großartigen Mobs spawnen, weil ich würde das denen schon zutrauen, den kleinen Schlawinern. So, jetzt dürfte das doch richtig gut ausgeleuchtet sein und immer schön passend an den Eckpfeilern eine Fackel hingepflanzt. Das sieht doch gut aus. Und dann würde ich sagen, können wir in die Mitte eigentlich schon unsere weiteren Löcher reinbohren, sodass wir dann auch hier die Leiter nach oben legen können. So, genau hier. Dupp. Leitern dürften wir eigentlich noch genug haben, deswegen dürfte das hier schon ohne Probleme möglich sein. So. Also noch nach hinten. Und dann haben wir das ohne Probleme fertig. So, wo habe ich die Leitern denn? Da, noch 7 Stück, aber ich denke, das reicht locker bis nach oben. Ich meine, wir haben es eh nur 5 Blöcke hochgebaut gehabt. So. Dupp, 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 dupp. Dupp, dupp. So, da fehlt einer. Jawohl. Jetzt einfach nach vorne rausgehen und dann haben wir es. Hier vorne fehlt ein Block. Bitte entpflanzen? Bitte entpflanzen? Geht das jetzt? Geht das? Geht das? Das dürfte doch eigentlich drin sein, oder? Hallo? Hä? Achso, ich hab da vorne auch was hin. Ah, jetzt verstehe ich's. Aber wie kamen die da an die Seite bitte schon hin? Strange. Total komisch. Naja, jetzt haben wir es ja geregelt bekommen. Dann würde ich sagen, hier oben noch so eine kleine, ja, Eckpfeile hin. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Aber die Frage ist jetzt halt bloß, sollen wir hier oben direkt was Weiteres draufbauen oder das einfach nur so als obere Terrasse sozusagen durchgehen lassen? Dann würde ich sagen, pflanzen wir an jeder Seite mal so einen kleinen Zaun hin. So, wo ist der Zaun? Wo ist der Zaun? Wo ist der Zaun? Ah, da brauche ich ja eine Werkbank für. Ich Dummerchen. Da unten haben wir auf jeden Fall eine. Deswegen ist es jetzt auch kein allzu großes Manöver, was wir hier umstreiten müssen. Eichenzaun doch? Nee, Eichenzaun an sich. Einfach pressen, pressen, pressen. Und da haben wir gleich unser Zauntor voll. Ich weiß nicht, wie viele brauchen wir? Wir haben auf jeden Fall erstmal 45. Ich denke, für den Anfang sollte das ausreichend sein. Und mal schauen, wie viel wir damit vollkriegen. Ich denke, wir kriegen eine komplette Umrandung hin. Wäre auf jeden Fall schon mal cool. So, dup, 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 dup. Wobei, wir können es eigentlich so machen. Ne, ich denke, die Umrandung sollte schon ganz außen hin. So. Aber dann ist die Fackel halt fehlerhaft. Kann man die Fackel auch da drauf platzieren? Kann man. Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir es so. Dup, 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 dup. Fackel drauf. Nice. Sieht, glaube ich, noch ein bisschen epischer aus, oder?
Wobei, vorher war es ein bisschen besser, aber so haben wir halt unsere geschmeidige Umrandung, sodass es hier halt wirklich als so Art Terrasse durchgeht, oder? Ja, so als Art zumindest. Kann man durchgehen lassen, oder? Ja. Übrigens habe ich eine coole Story. Ich weiß nicht, ob ihr eine Katze habt, aber ich habe auf jeden Fall eine Katze als Haustier, wisst ihr? Und die kam halt gestern einfach mal so nach oben, hat mir gedacht, miau, miau, miau. Wollte dann ein bisschen Aufmerksamkeit, habe ich sie gekraut und so, habe in den Mund reingeschaut. Was hat die in den Mund drin? Eine Maus. Die hatte da eiskalt eine Maus mit nach oben gebracht. Und als ich sie gekraut hat, war sie ganz zufrieden, hat die Maus einfach auf den Boden gelegt. Die Maus so, wiu, ab in die Ecke, irgendwo bei mir im Zimmer. Und ich schwöre euch, die ist hier immer noch irgendwo. Ich hab total Schiss, ich will nicht, dass die mir dann nachts irgendwie auf den Kopf springt, wenn ich hier schlafe. Halt, Mann, ich muss die Maus irgendwie rauskriegen. Ey, die Katze können die ruhig wieder mitnehmen, also die kann mir gerne Geschenke machen, aber bitte keine Maus, ne? Eine Maus braucht man da nicht unbedingt haben, ich meine, Geld oder so, das kann die irgendwie so Geld angeln gehen oder miauen, damit sie dann Geld kriegt oder was weiß ich, aber gib mir doch keine Maus. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll, die läuft jetzt irgendwo im Zimmer rum und ich kann da nichts dagegen machen. Die hat ihren Spaß hier und ich kann da nichts dagegen machen. Ich hoffe, die wird irgendwann verhungern, weil ich meine, die findet hier ja eh nichts zu essen, deswegen. Ja, verhungere, du Kleine. Geschieht dir recht. So. Hey, was? Wir haben noch genug Zutaten für den Ei. Ach so, wir brauchen mehr Sticks. Ah. Ist irgendwie logisch. Und weiteres Eichen Soundtore, bitteschön. 33, so dürften wir es eigentlich komplettieren können. Aber habt ihr das schon mal gesehen? Eine Katze bringt euch... Okay, ja gut, die denkt halt wirklich, ihr könnt nicht jagen und deswegen bringt sie euch halt auch Mäuse, weil sie denkt, sie wird euch damit irgendwie helfen, dass er dann auch über die Runden kommt und so. Aber irgendwie blickt die nicht, dass sie die Maus gerne selbst haben kann. Ich meine, ich hab dir gesagt, nee, nimm mit. Aber ich krause dann so, sagst du, nimm mit und die legst du einfach mal vor mir hin. Das ist dann irgendwie schon nett von der, aber irgendwie auch nicht. Okay, ihr schwebt die einfach so in der Luft. Stylisch. Weg mit euch. Irgendwie komisch. War das ein Bug? Ich glaube schon. Ich meine, normalerweise dürften die nicht in der Luft schweben. Okay, weg mit euch. Sieht schon cool aus, aber ich denke, Sinn macht es hier nicht allzu viel. Tut mir leid, aber ihr musstet leider daran glauben. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das ja eigentlich schon ziemlich gut platziert. Machen wir noch die Erde weg. Und dann haben wir unsere Wohnung hier oben eigentlich so gut wie fertiggestellt. Ich weiß nicht, sollte ich dann noch an die Wände ein bisschen mehr Fackeln hinpflanzen? Eigentlich schon. So, da kommt ein hin. Dann darf, weil sonst wird es dunkel. Und dann ist hier gar kein Spaß mehr, weil wenn es dunkel wird, haben wir kein Licht mehr. Jetzt haben wir ja ein bisschen durch die Fenster da vorne. Aber wenn es dunkel ist, kommt halt leider auch nichts mehr durch. So, wir haben wahrscheinlich noch ein bisschen Glas übrig, oder? Sollten wir. Ja gut, dann holen wir es erstmal von vorne, weil ich denke, wir haben noch ein paar Stacks übrig. Die können wir dann dahinter noch reinpflanzen. Aber wirklich, eine Maus... Eine Maus im Zimmer und sie muss hier schlafen. Okay, Beruhigung, das geht irgendwie bestimmt schon. So, hier vorne haben wir noch zwei Glasscheiben, aber ich denke, die zwei bringt es jetzt auch nicht. Wir haben bestimmt noch irgendwo ein 64er Stack, das weiß ich. Hier vorne? Da, ich wusste es doch. Und den nächsten können wir dann gleich noch mit reinlegen. Mach die mal fertig. Dankeschön. Oh, wir sind eigentlich perfekt ausgestattet. Wir haben Amboss, wir haben Verzauberungstisch, wir haben Glas, wir haben Ofen, wir haben alles, was man braucht, um hier praktisch zu überleben. Das sieht doch schon echt geschmeidig aus. Das will ich mal so anmerken. Also, ja, geht schon. Machen wir mal ein paar weitere Glasscheiben. Weil ich meine, wir haben jetzt schon zwei, können wir noch ein paar weitere machen, weil ich denke, die Fenster sollten nicht so aus dicken Blöcken bestehen, sondern eher aus so geschmeidigen Glasscheiben. So, die können wir dann gleich auch mal hier reinpflanzen. Wir haben auch Federn und alles drum und dran. Wir können ohne Problem auch Bögen oder so herstellen, um uns dann den Gegner ein bisschen besser vom Hals zu schaffen. Auch von unserem Baumhaus aus. So, erste Wand drin. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein ziemlich großes Tor. Vielleicht hier so in der Mitte. Dass man da einfach direkt rausschauen kann, auch bis zum Boden. So ein 3x3. Das sieht bestimmt auch ganz cool aus. Die da weg. So, perfekt. Glasscheibe vor. Und dann haben wir schon mal. So halbwegs zumindest. Die vorne waren ein bisschen fehlerhaft. Weg damit. Was? Jetzt hängt die einfach mal so in der Luft. Ja, logisch. So, an die Seite noch hin. Klappt es? Ich hoffe mal. Weg mit dir. Die muss irgendwie so. So, dass es hier so seitlich weitergeht. Nice, du. Perfekt. An der anderen Seite noch genauso, damit man zu beiden Seiten eine perfekte Aussicht hat. Habe ich die genau mittig gemacht? Übrigens, was habt ihr eigentlich so zum Neujahr gemacht, als ihr da gefeiert habt?
Oder habt ihr überhaupt gefeiert? Wart ihr da mit eurer Familie unterwegs? Wart ihr im Club? Wart ihr mit Freunden unterwegs? Was habt ihr da gemacht? Habt ihr Raclette gegessen? Weil ich meine, verschiedene Familien haben da verschiedene Traditionen. Bei uns ist es zum Beispiel Tradition gewesen, dass man mit Raclette dann ganz gemütlich unten zusammensetzt und sich so ein paar Sachen zusammenschmaust. Das ist da unsere Tradition. Zudem wird auch mal Blei gegossen und dann kann man sozusagen, oder sozusagen aus dem Bleigießen heraus, schon ein bisschen hervorschauen, wie das nächste Jahr so werden wird. Weil manchmal sagt es einem, du wirst viel Glück haben, du wirst etwas Gutes erreichen, je nachdem, welche Formel man da darin sich reindenkt. Weil ich meine, meistens kommt einfach nur so ein Wirr raus und man denkt, ist das jetzt ein Oktopus, ist das ein Aal, ist das ein Fisch, weiß ich nicht. Aber es ist schon so ein kleiner Vorbote. Und es macht einem auch ein bisschen munter, wenn man dann aber was Gutes rausbekommt. Habt ihr da auch irgendwie solche Traditionen? Oder ist es bei euch da wirklich gar nicht der Fall? Ne, nicht so schräg. Wir wollten es gerade machen. So. Wir haben halt leider nur 7. Kriegt man echt keine weiteren Bretter mehr hin? Nur 7? Reicht es bis da hinten hin? Ich glaube nicht. Gut, können wir dann irgendwann bestimmt noch ein bisschen nachfüllen. Dup, 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 dup. Halber Weg ist auch ein Weg, ne? Halber Weg ist auch ein Weg. So, mal schauen, wie es aussieht, wenn wir jetzt da unten einfach noch ein bisschen Glas hinpflanzen. Oder ob es ohne besser aussieht. So, das ist jetzt die Frage. Ich denke, das Glas darunter sollte schon sein. Ansonsten, das sieht dann nicht ganz so gut aus. So. Dup. Dum. Da haben wir noch ein bisschen mehr übrig. Das kann man auch ohne Probleme machen. Da unten sehen wir Günther und Olaf, die kleinen Ritter unseres Hauses. Ritter und Retter zugleich. Weil ich meine, wie viele Monster haben sie schon besiegt? Keines vor unseren Augen, aber ich meine, sie werden sie bestimmt besiegt haben, als wir auf Reisen waren. Und dafür bin ich ihnen sehr, sehr dankbar. So. Hey, keine Glasscheiben. Wir wollten hier doch die Glasblöcke hinpflanzen. Die hier. Ja, ganz genau. So, und jetzt wieder nach außen. Ich finde es so geschmeidig, dass man hier einfach so außen bei den Zaunfällen hier wirklich in 30 Meter Höhen oder wie hoch wir es hier auch haben, so entlang spazieren kann, ohne dass einem irgendwas passiert. Das hat doch richtig Style. Naja, jetzt ist leider auch das Material weg. Und dann würde ich sagen, Freunde, das werde ich noch offscreen fertigstellen und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder, wenn wir uns unten in das imposante Neverportal reinwagen. Freut euch drauf, ich tue es und haut rein und ciao, euer Feuerstachel. See you, bis zum nächsten Mal.